Was, wir müssen dahin. Ja, das Eierfest hat angefangen. Ich habe schon mal alles weggesammelt hier. Ja, ich auch. Ey, Kili. Heute war Pastinaken-Ultra-Fest. Ja, wollen wir eben KitKat streichen? Ja, und Wasser in den Topf tun. Ja. So, ich gehe mal zurück. Ey, Maestro. Könntest du die Audio jetzt einbeziehen? Ja. Na, sauber. Wollen wir jetzt zum Eierfest oder was? Ja. Ey, dein Dünger liegt da immer noch vom letzten Mal. Oh, guck mal, du hast die Blumen hier oben gar nicht eingesammelt, hinter dem Wurstschuppen. Wieso ist doch immer neuer Tag, gibt's alles neu? Nein, du bist nie hinter dem Bus gelaufen. Wollte ich dir letztes Mal schon sagen, ich habe dir zu viel geguckt. Na, ich bin hochgelaufen. Boah, das Eierchat. So, jetzt müssen wir jetzt mit allen quatschen, habe ich gar keinen Bock, ey. Erst den komischen Dude suchen, den Bürgermeister, und dann starten. So ein alter Dicker, oder? Oh nee, der hat so einen Kajayana-Hut auf. Hier ist er doch. Was ist das? Warte, selbst mit meinem Beinproblem verpasse ich. Das. Der Abenteurer. Weißt du, ist der Eiersuche bereit? Ja, lass uns anfangen. Oh nö, ich verliere. Nee, das kannst du schaffen. Das Highlight. Ich finde nichts. Ich hab schon eins. Drei. Oh, ich hänge voll in den Strukturen fest. Nein. Oh, hier ist abgesperrt. Was soll denn die Scheiße? Nur drei Eier, nee, vier steht da. Oh, da ist noch eins, ey, mit einem Grabstein. Wie übel ist das denn? Überhaupt nicht makaber. Nee. Siehst du eine Zeit? Hast du mehr als ich? Eins. Was ist das jetzt? Ich gewinne nicht? Weiß ich nicht. Ein Unentschieden zwischen uns. Was? Wir spielen doch was? Was? Ich habe einen Strohhut bekommen. Ja, irgendwie gar nicht so cool. Toll. Hast du eine Gleichberechtigung? Ja. Spielt man Koop und nur einer gewinnt, obwohl wir ah, da, ich ui, hab auch das nicht brennen gehen. gekriegt, weil da kann man den irgendwie. Oh, ich hatte die Katze hier bei mir im Haus. Aha. Kann man den irgendwie aufziehen jetzt? Ja, du drückst Y. Achso, ja, habe ich. Hab ich. Und dann kannst du das Mistding einfach runterziehen. Na, guck mal, dann haben wir beide einen Strohhüdis bekommen. Ja, und wir kriegen jetzt Cashflow. Hofarbeit Level 2. Oh, du kannst dir den Rucksack leisten. Habe ich den nicht schon? Nein. Alter, was für ein Huhn? Wir haben gar keinen Huhn. Keine Ahnung.
wird wohl erstmal die Steuerung geben. Mobilität geht auf. Ich gleich mal wieder zum Stänker und hol neue Saaten. Ja, du sollst ja den Rucksack haben. Ja, mach ich auch. Sieht aus, als ob ich die zweite Reihe schon habe. Ja, das ist gut. Du bist auch einen Rucksack kaufen. Das ist nicht meine Ahnung, von der zweiten Reihe, aber ich kann einen Rucksack kaufen. Also aktiviert sich denn dieser komische Dingens, den wir haben? Was soll sich denn aktivieren? Ja. Die Höhle? Ja. Eigentlich hätte ich schon lange angehen müssen. Oder geht das erst mit der los? Oh, hier ist der Ding mit dem besonderen Saat. Kohlsalat. Schwarzwurstkugelfisch. Mayonnaise. Sandwich, Grünkohl, Holzer und Süßigkeiten. Seltene Saat, Schatz. Ja, oder wir holen uns eine Scheune. Heiratsring. Wir gucken, was eine Scheune und ein Silo kostet. Dann können wir schon mal Futter anbauen und Tiere machen. Ja, dann gehen wir eben. Das bringt auch Kohle. Energie ist sowieso hoch. Ich wollte eben in diesen Geheimgang rein. Ah. Ja, mach doch. Deine Axt ist nicht stark genug, um dieses Holz zu hacken. Schade. Komm, bist du diesen Zauberer, weißt du? Ich nehme Holz mit aus Verdacht, ne? Ich glaube, du kannst uns eh nicht leisten. Nee, du brauchst das nicht mitbringen, wenn das bei uns in der Kiste liegt, dann reicht das. Ja? Hey, Kitty Cat, Kitty Cat, wer ist diese Kitty Cat? Brauchst du etwas? Also ich hätte schon Bock auf den Hühnerstall. Ah, wir brauchen Kupferbahnen. Wie viele? 5 Stück insgesamt. Haben wir. Echt? Ja. Ja, dann muss ich nochmal herkommen und die Rohstoffe mitnehmen. 100 Steine, 10 Lehm und 5 Kupfer. Ja. Dann kann ich das Silo für Stroh schon mal errichten. Ja, warte, ich bin kostet nur 100 Gold. Ich bin hier gerade am Sammeln. Warte, was willst du uns jetzt bauen? Da war Lehm mit drin, ne? Silo, das heißt, wir haben nicht genug Kupfer. Wir haben 3 Kupfer. Ja, dann gehe ich ab morgen wieder in die Höhle. Aber ich habe ganz viel gesammelt.
Hier geht's auf jeden Fall nochmal Geld. Wie teuer ist ein Hühnerstall? Ein Hühnerstall kostet keine Ahnung wie viel. Aber ein Silo kostet 100 Gold. Wir haben den 14. Sommer. Wollen wir noch was Dickeres anbauen? Das musst du wissen. Ich baller das Geld jetzt auf jeden Fall nicht weg, sodass wir das Silo schon mal bauen können. Das heißt, jedes Gras, was wir dann mit der Sense machen, wird sofort zu was anderem. Ich würde gerne mal wissen, wie teuer das ist, meine Axt zu verbessern. Ich weiß aber auch nicht, wo ich das gucken soll. So, ich habe mal 20 Kartoffeln gekauft. Wir sind jetzt auf 1,7 runter. Kannst du gleich mal gucken, wo man seine Sachen verbessern kann? Ja, beim Schmied. Da brauchst du Kupfer und das Werkzeug, was du verbessern musst, und Geld. Hast du Dünger vorher raufgepackt? Nicht noch. Dann siehst du, dass deine kleinen Fuchsschießen drauf. Was hast du da jetzt wohl schwarzen Zettel. Nee, das sind Kartoffeln. Habe ich 20 Stück von geholt. Oh, ich kann nicht mehr gießen. Ich gieße nicht. Jetzt wird er schon. Dann geht es noch, dass man sich ein paar Blumen aufheben kann, weil das kostet keine Energie. So, gemacht, ich leg mich jetzt hin. Ja, scheiße. Dann hättest du mich mal eben bremsen müssen. Weil ich dachte, du bist noch nicht fertig. Doch. Die Strohhutpiraten. Ich bin einfach. Ich lieb Leid. Leid haut sich hin. Ja, sehe ich schon. Leid haut sich hin. Aber zu mir ins Bett. Ja, ich war nicht duschen, deswegen muss ich bei dir im Bett schlafen. Ach, du Sau. Ekliger Mann. Warte auf den anderen Spieler, der einfach nicht A drückt. Oh, was ist das jetzt? Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnerei angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit, wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma Evelyn. Evelyn hat's drauf. Ja, so hätte ich es jetzt nie gedacht. Mir auch nicht. Wo ist mit Evelyn? Aber die Qualität verbessert sich, das ist gut. Deswegen, genau. Ich gehe dann jetzt mal eben kurz in die Höhle und höre uns die Zukunft an. Du hast doch gar kein Schwert, oder? Ja, dann muss ich das Schwert mitnehmen, ja. Wir brauchen einfach mehr Rohstoffe, die durchkommen. Da steht hier, hallo mein Liebling, ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Ja, sehr individuell. Ja, mich halt lieber, ne? Oh, die Büsche sind wieder hier mit den Brombeeren. Nicht erst im Sommer? Ich konnte gerade einen Busch rütteln an der Brombeeren gekriegt. Du rüttelst am Busch? Ich bin der Buschrüttler. Ich soll heute Abend auch mal vorbeikommen. Das ist doch geschickt. Ach so. Noch oben lang für Höhle laufen. Ah, ich bin aber schon 15. Ja. Alter, was geht hier ab? Oh. Ich hasse dein Handy. Ich nehme mal. Alter, Ben mit seinem Handy hier.
Boah, hab ich mich verjagt. Band 10, Alter. Erstmal alle Wecker hier löschen. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum liegt das überhaupt hier? Hab ich wieder weggenommen gestern Abend. Herrlich. Was? Eigentlich klingelt das immer oben. Kann ich jetzt nicht, ich schmeiß in den Flur. Hä? Schmeiß das nicht in den Flur? Hast du schon Ausrüstung gefunden? Ja, Schuhe auf Ebene 5 oder so. Oh, hier sind die Insekten schon unten, ey. Und Würmer. Durch den Treibsand durfte ich, ne? Was? Durch den Treibsand in der Höhle unten? Da war nichts, ne? Ich weiß nicht, von welchem Treibsand du redest. Ja, das ist extra so eine ausgeschnittene Fläche, wo es heller ist vom Boden her. Ich glaube, das war erst weiter unten gefährlich. Oder die Termiten rauskommen oder so. Ich brauche ein besseres Schwert, Schatz. Musst du kaufen. Ja. Unbedingt weiter. 10.000 Schritte gegangen. Oh ey, diese Mücke jetzt. Ist eine Larve durchgekotzt, kommt eine Mücke raus. Ja, die müssen wieder nicht. Hört sich auch wirklich gut an. Ja, ich lass die Mücken meistens auch, die Larven auch in Ruhe. Ah, gibt's Käferfleisch, Feines. Delicious. Ich will doch nur die Treppe nach unten. Ja, ich habe auch eine Treppe gefunden, letztendlich. Welche Stufe bist du? Ich bin jetzt 20. Oh, 16. Yeah. Oh, neues Schwert. Stahlkurzschwert. Ja? Ja. Und wenn du nach unten kommst, kriegst du auch noch die Epic-Sachen. Aber ich wollte Kupfer und die Rohstoffe hier abbauen. Oh, hier ist, kann man auch angeln auf Ebene 20. Hier ist der große See. Wenn du auf Ebene 20 gehst, kriegst du auch dein Steilschwert. Ja? Ja. Ich habe 4 Kupfer, das ist 3 Kupfer sind ein Bahn, glaube ich, ne? Alter, was ist das für ein Krebs hier? Quarz gefunden. Oh shit, ich bin kaputt, ich muss nach Hause. Ist geschafft. Aber ich bin auf 22 gekommen. Ah, jetzt kommt aus dem Sand der Scheiß raus. Geh doch auf Ebene 20, damit du ein besseres Schwert kriegst. Da kann ich einfach so in die Fahrstuhl und runter, oder was? Ja, ich bin doch schon auf 20. Dann komme ich wieder hoch. Also ich bin mir ziemlich sicher, haben wir doch letztes Mal getestet, oder nicht?
Ja, ich habe Ebene 15 letztes Mal, glaube ich, auch nicht erreicht und konnte einfach so auf Ebene 15 jetzt. Mine verlassen und dann gucke ich mal, ob ich einfach runterfahren kann. Ja. Ja. Da ist die Kiste, danke schön. Und auf 15 oder 10 war noch eine Kiste mit Schuhen drin. Ja, auf 10. Jo, Lederschuhe. So, gleich mal ausrüsten, dann komme ich auch raus. Ich bin so langsam, dass ich nach Hause krieche. Ich habe Kupfer gekriegt. Das alte Schwert verkaufe ich dann jetzt, ne? Ja, klopp weg, das brauchen wir nicht mehr. Oh, die Katze hat heute kein Trinken gekriegt. Kannst du die bitte gleich nochmal füttern? Ja, aber nur mit Wasser. Ja. Zu beißen muss sie jagen. Was? Wenn sie was zu beißen möchte, muss sie jagen gehen. Okay. Ich tue das Kupfer in den Ofen, wenn es geht. Wenn ich jetzt umkippe, bist du schuld. Wir müssen vielleicht noch mal einen Ofen bauen. Kannst du noch einen bauen? Hm? Kannst du noch einen bauen? Nein, jetzt gerade nicht. Oder schwer kann ich nicht verkaufen. Benötigt eine Kohle, wo haben wir denn Kohle stehen? In dem Braun hier. Ah, mein Schwert kann ich nur da oben in der Gilde verkaufen, mach ich mal. Oh, hier das Kupfer, das brennt so durch, ey. So, ich mache eben eine Tasche leer. Nein, nicht meine Sichel. Der Stein kommt hier rein. Der Rest wird verkauft. So, ein Silo könnten wir jetzt anbauen lassen. Ja, aber willst du jetzt echt ein Silo? Das wäre Futter für alle Tiere. Okay. Aber wenn du das Silo machen kannst, dann kannst du ja deinen Hof ein bisschen umstellen, ne? Kannst du mal bitte versuchen, mein Haus dichter an deins zu stellen und den Ofenländer wegzustellen und so? Oh, guck mal, gesamt. Habe ich alles heute eingesammelt. Das hat Spaß. Oh, nochmal 1000, ey. Ja, ich hatte nur Käferfleisch und eine Alge oder sowas. Kannst du verkaufen, die Alge bringt 100 etwas. Habe ich ja. Oh, wir haben wieder Post, wir haben Post. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Der Typ scheißt einfach in Tüten und verkauft das. Ich stelle meinen eigenen Dünger. Ja, wir scheißen selber in die Tüte, ne? Ah. Gut, ey. Oh, Pierre verkauft jetzt Dünger, ey. Und eine Weile in die Tüte gezwiebelt und jetzt verkaufen wir den Scheiß. Shit. Alter, meine Energie ist komplett runter. Ich kann mich überhaupt nicht erholen, ne? Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. So, was brauchen wir jetzt nochmal für den... 12 Lehm. 12 Lehm. Nimm mal alles Kupferbahn mit, was du hast. Ja. 12 Lehm, Steine und Gold. 100 Steine waren das, glaube ich. 12 Lehm, Steine. Dann gehe ich mal glutschen. Ja. So, ich könnte den Quarz nochmal wegbringen, das hier. Verfeinerter Quarz, die Dioden. Erdkristall habe ich, glaube ich, verpasst. Ich nehme einfach mal alles weg, ich komme wieder. Ich sammle nochmal die Lachsbären ein. Alter, dieses scheiß Telefon. Schmeiß es gleich in den Keller. Meine ich so.
Nein. So, ich komm den Akku raus. So das viel, geht nicht. So viel Lachsbären, ey. So, Geodenfuzil, wo bist du? Verkauf nochmal. Eben mein altes Schwert. Ja, wo ist er denn? Oh, 25 will der für Diode aufbrechen. Aber ich habe richtig geile Steine, die ich jetzt wegpacke gleich. Ich sag richtig geile Steine, jetzt krieg ich nur den Dreck raus. Toll, heute ist Robins Club geschlossen, war ja super assi. Ist doch immer so, wenn man was vorhat. So. Also diese, das Museum hat nicht zu, ich hab alles bei. Diese Meerjungfrauenmusik, ey. Ist das Spender, Alter? Ich? Ja. Jetzt siehst du das, oder was? Ja. Spende ist alles, aber selbst ein Schleim. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich. Sie mögen es, jeden Tag gestreichelt zu werden und mögen das Gras draußen mehr als trockenes Heu. Sie mögen es aber nicht, im Regen zu stehen. Glückliche Tiere produzieren hochwertigere Erzeugnisse. Wahnsinn. Bio. Hast du jetzt alles gespendet? Ja, was ich aus den Geoden gekriegt habe, aber ich habe viel doppelt. Das ist ein Buch von Mani. Tiere sind sehr empfindlich, sie mögen jeden Tag gesteigert werden. Kannst du das bitte... Also, Mani. Kannst du das irgendwie bitte hinkriegen, dass du den Rest verkaufst? Einfach wegen unserem Kohlegehalt? Kohlegehalt? Na, der Kohlegehalt, der muss ganz oben sein, sonst geht der Ofen aus, ne? Ja, wir brauchen Geld. Und wenn du die Geoden aufknackst und verkaufst, kriegst du richtig Geld. Schmeiß sie bei uns gleich in die Kiste rein. Ich weiß, dass wenn man die Höhle ein bisschen weiter erforscht, dass die Brücke oben fertiggestellt werden kann. Wir können rübergehen und gleich draußen ein ganzes Feld wegnehmen. Mit Quarzen, also alles, was man so braucht zum Verbessern. Ich bin dabei, aber ich bin auch kein Dezo. Oh, du hast recht, hier sind die Lachsbären. Ja. Lauchzwiebeln, hier, der Sascha ist hier da. So, ich muss mich jetzt leider wieder hinhauen, weil meine Energie sich nicht regeneriert hat und ich bin wieder komplett runter. Bist du? Hast du die Geoden noch weggepackt? Ja. Ich möchte, dass wir jetzt das Geld zusammenhalten bis zum Sommer, damit wir im Sommer richtig reinballern können mit wiederkehrender Saat. Ja, dass man da die erneuerbaren Sachen nimmt, ne? Ja. So, ich gehe jetzt noch kurz zu diesem Joe und
kann ich mein altes Schwert auch verkaufen. Nee, ich meine zu dem Rudolfo, nein, wie heißt der Typ? Rudolfo! Rudolfo! Um mal eben Silo zu bauen. Hm. Ich bin mal gespannt, ob die Rohstoffe mitnehmen musst. Ja, dann lachst du. Kupferbahn haben wir jetzt genug. Ich hab die auf Tasche noch. Boah, hier oben am alten Platz alles in der Luft mit dem Lachsbären. Alter, da war erstmal hinterm Busch Bissen. Da gibt's Zitronenbeeren. Alter, die Bären haben wir uns gerade eingesammelt. Wo sind die? Her mit den Bären. Heute gibt's Marmelade. Es ist verschlossen, geöffnet. Oh nein. Nein, dürfen wir eigentlich nicht weg. Soll ich mir Silo hinklappen? Oben rechts vom Haus ist so ein kleines Stück, Grünstück damit. Man lang laufen kann. Ich kann hochlaufen. Kann das nicht. Danke, wo? Komm mal eben her zu mir. Ich sehe dich dann nicht hier. Doch, ich ja, sehe dich. Weiß ich. Ja, doch, ich sehe dich. Ja? Na gut. Ja. Irgendwo hier war das Silo immer. Ich glaube aber hier in der Ecke. Ja, dann geh doch mal da weg. Ja, genau da. Weil dann können wir alles, was wir mit der Sense dann wegmachen, geht dann direkt ins Silo rein. Gut, dann warten wir. Wir müssen auf jeden Fall vor dem Winter müssen wir uns Hühner und Kühe kaufen. Vor dem Winter. Mhm. Damit wir im Winter richtig einballern können mit den Erzeugnissen. Dafür waren wir ja immer in der Höhle, wenn wir keine Tiere hatten. Ja, das machen wir ja trotzdem auch noch, aber es ist halt Schmutz und so. So, ich hab mich platt gemacht. Ja. Musstest du die Sachen dabei haben? Ja. So, gute Nacht. Bist du schon durch? Nee, ich bin nicht durch, aber du und... Ja, ich kann sammeln gehen dann. Ich strand auch nochmal hier die ganzen Sachen mitnehmen. Ich hab so eine Bonuskohle. Wie viele Tage eigentlich jetzt noch bis zum Sommer? Immer 30, glaube ich. Ja, weil im Sommer möchte ich, dass du nur Saatholz hier wiederkommst. Hier ist schon mal ein Level ausprobiert. Halt, ja, ich habe ein Artefakt gefunden. Ja, das sind doch mal diese Regenwürmer, die rausgucken, wenn du die mit der, ja, ich mit der Hake machst, dann... Aber prähistorisch?
Jo, das ist gleich wieder ja, arg. Und gleich die Linus hoch. Weiß ich nicht, erwische ich den noch, dann gehe ich das gleich weg. Bevor ich zum Strand gehe. Weil hier ist eine Blume am Grabstein. Mal Grabstein plündern. Oh. Da waren ja auch Ostereier hinter, also wie makaber ist das jetzt nicht. Der Osterhase ist schlimmer als ich. Saaten gekriegt. Was denn? Sah aus wie Kohl und Tomaten. Blumenkohl. Frühling braucht 12 Tage, um einen großen Blumenkohl zu produzieren. Dann werden wir beim 29. wenn wir den jetzt in die Erde kloppen. Sie wächst im Sommer Melonen. 9 Stück. Ja. 12 Tage. Den Kohl müssten wir jetzt reinkloppen, damit wir den gerade noch so fertig kriegen. Ja, dann. Du hast ja gebuddelt, ne? Ja. Du hast auch noch Energie zum Gießen? Ja, dann höre ich jetzt auf. Ja, dann müssen wir nochmal kurz auf den Kalender gucken. Das wird so ein ganz knappes Ding, dass wir das nochmal hier wegkriegen. So, Jean-Pierre Deluxe, Aushilfe gesucht. Scheiße, den Kalender haben wir zu Hause bestimmt. Ja, unverhofft kommt oft. Ja, soll ich denn nochmal eben warten? Dünger nochmal. Ja. Untere Reihe komplett Dünger hier. Das heißt, komplett 9 Felder bräuchte ich nur. Nicht so weit, schon viel zu weit. Das war's. Die Saat jetzt, die wir für den Sommer haben, die lasse ich jetzt hier in einem grünen Kiste drin, ne? Ja. So, ich gucke nochmal eben auf den Kalender, ob sich das überhaupt noch gelohnt hat. Haben wir keinen Kalender? Ach, im Inventar, ey. Nee, auch nicht. Naja, wenn nur 30 Tage sind, dann haben wir ja wohl ja, ich vor dem ersten. Es. Das ist ein Tag davor. Du liegst schon. Aber ich guck eben nochmal Kohle ab. Alter, wir haben schon 3000. Im Sommer können wir richtig reinballern. Mhm. Nur wiederkehrende Saat im Sommer, bitte. Ja. Ja, die Pastinaken, die ziehen am Anfang immer gut, ne? Mhm. So für den ersten Standard hauen die immer gut rein. Sie ist schon am Arbeiten. Was ist heute? Ist heute irgendwas Besonderes, weil das so runterschneit? Nee. Das Feeling. Gut, dann bin ich jetzt mal in der Mine wieder, ne? Die Rohstoffe absammeln hier überall. Ja. Hier runterkommen in der Mine, damit das endlich frei wird hier alles. Ja, mit den Leuchtringen hätte ich auch gerne. Ist ganz schön dunkel da unten. Ja. Was finde ich cool, dass es jetzt doch mehr Koop ist. Ich habe jetzt gedacht, dass ja nicht Koop. Das scheint das schon. Machen muss. Wir haben aber beide gut, dass ich die Mine dann nachschauen kann, das ist perfekt. Ja. Sind wir jetzt Geschwister? Wirklich teilen. Keine Ahnung, was das für eine Beziehung ist. Ah, jetzt habe ich meine doofe Angel schon wieder vergessen. Wollte ich hier Fische in der Mine auf 20 angeln. Ach, wir müssen auch noch die Erzeugnisse der ganzen Jahreszeiten und so in dieses Haus bringen, da wo die Zwerge drin sind. Ja, aber das würde ich nicht auf diesem Jahr machen, wenn wir was übrig haben, ja. Weil hier ist so eine Lachsbeere ins Wasser gefallen, toll.
Ach, übrigens, hier, wenn du gleich Bock hast, ne, und angeln willst, ja. Hier auf Ebene 20, da ist dieser See drin. See? Ist voll mit Muscheln und Algedöns. Ja, ich war richtig gut erst. Ich glaube, ich gehe mal eben bei den kleinen Schnoppen rein. Wie können die Lachsbäume da noch an? Oh, das Schwert macht 5 Schaden, geil. Golden leuchtet, glaube ich. Wenn ich mit der Mine einmal komplett runter bin, können wir sie ja noch mal komplett erforschen. Warum kann ich jetzt die Texte hier von den Geistern noch nicht lesen? So dass ich eigentlich spenden könnte. Du musst das Raum für Raum machen. Ja, aber der erste Raum, wo man eigentlich die Frühlingssaaten und so abgeben kann, bin ich nicht mächtig, das zu lesen. Das ist alles in Hieroglyphen geschrieben. Okay, oh, dann fällt das weg und ich gehe sammeln. Wenn ich will, da hat schon. So, ich bin fertig, jetzt kippe ich wieder um. Ich bin aber fast runtergekommen bis 30. Ja, das ist sehr gut. Was hältst du von einer kleinen Räucher-Schmeicher-Pause? Naja, aber erstmal hinlegen, warte. Ja, genau. Den Tag abschließen. Ich möchte auch erstmal alles verkaufen. Ey, Kitty Cat, ey, diese Kitty Cat. Oh, ich habe 19 Kupfer gesammelt, ne? Boah, gleich in den Ofen kloppen nochmal. Kannst du mal einen zweiten in den Ofen kurz ballern? Muss ich das auf Tasche haben? Ja. 20 Kupfer Erze und 25 Steine. Ah, schade. Ich hab vergessen. So, dann warte ich mal auf anderen Spieler. Ich gehe schon mal los. Ja, ich bin ganz bald.
Jo, der Tag hat reingehauen. Katsching. Wollen noch einen Tag machen, ja, ne? Achso, ja, dann gar nicht erst gießen. Einfach das Spiel verlassen.